In diesem Video zeige ich dir, wie du den fetten, gelöffelten Chip, den wir gar nicht mögen, vermeiden kannst. Und wir starten jetzt. Ich glaube, jeder Hobbygolfer, oder fast jeder Hobbygolfer zumindest, hat irgendwann mal in seiner Golferkarriere richtige Probleme beim Chippen gehabt. Und schuld daran war dieses berühmte Löffeln, wo die rechte Hand auf einmal so unwillkürlich zuschlägt, viel zu schnell. Und ja, fette Schläge produziert, Tops und was auch immer. Prinzipiell möchte ich, dass du verstehst, dass die Hände im Golfschwung nicht steif sind. Und es gibt sowohl eine kleine Aktion der Hände in diese Richtung im Durchschwung. Aber die ist eben nur sehr, sehr gering. Das heißt, wenn jemand löffelt, sprich diese Aktion hier macht, ist es eigentlich nicht ein Technikfehler per se, aber mehr ein Timingfehler. Macht es zu einem falschen Zeitpunkt, eben viel zu früh. Und jetzt gibt es ein paar Sachen, die dies auslösen und darüber möchten wir jetzt sprechen. Das erste, was ich möchte, dass du dir ansiehst, ist der Griff. Und zwar, wenn wir die Hände auf dem Griff haben, die linke und die rechte Hand, dann haben wir hier ein Kraftpaar. Das heißt, die rechte Hand arbeitet in diese Richtung, die linke Hand arbeitet mehr oder weniger in diese Richtung hier. Und zusammen ja, sind sie stark, heißt es. Ja. Aber es ist nicht ganz so, wenn du mal den Schläger so in die Hand nimmst und versuchst zu chippen, dann wirst du sehen, dass hier die rechte Hand wesentlich dominanter ist, als wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt zum Spaß einmal die Hände übereinander gebe. Wenn du jetzt schaust, habe ich gar keinen Druck mit der rechten Hand, dass ich hier zu viel mache. Sollst du es nun so chippen, dass die Hände übereinander sind? Nein, das meine ich nicht. Ich meine damit nur, dass du, wenn du deinen Griff machst, eher schauen solltest, dass die beiden Hände näher zusammen sind. Ich sehe sehr häufig, dass die rechte Hand nur so am Griff oben ist, dass gerade der Daumennagel abgedeckt ist. Aber du kannst ruhig den ganzen Daumen hier abdecken mit der rechten Hand. Und zur Not könntest du auch noch einen zweiten Finger hier überlappen. Dann hättest du ein ganz, ganz enges Kraftpaar. Und jetzt ist es wahnsinnig schwierig, dass die rechte Hand etwas tut. Gehen wir weiter zum Setup. Ich meine, prinzipiell könnten wir ja den Ball vom rechten Fuß bis zum linken Fuß wegspielen, wenn wir so einen Chip machen, aber das empfehle ich dir nicht. Da würde das alles viel zu extrem werden, was da rauskommen könnte. Ich mag es ganz gern, dass wir uns in einem Bereich bewegen von Mitte Stand bisher vielleicht eineinhalb Ballbreiten weiter links als die Mitte bei solchen Chipschlägen. Niemals möchte ich den Ball rechts der Mitte haben. Der Grund ist der, weil wenn ich den Ball zu weit rechts liegen habe, dann muss ich auch den Schaft nach links neigen. Und dann kannst du hier sehen, dass diese Kante hier zum Vorschein kommt, hier die sogenannte Leading Edge, die Führungskante. Und die kann sich dann eben hier dann schneller mal im Boden eingraben. Dasselbe ist es, wenn der Ball zu weit links ist, dann kann diese untere Kante, der Bounce, hier den Boden zu früh treffen und wegprallen, das ist auch nichts. Also ich würde dir empfehlen, dass du eben bei der Ballposition neutral bleibst in der Mitte oder wie gesagt maximal eine bis eineinhalb Ballbreiten weiter links. So, weiter zum Setup. Ich möchte, dass der Brustkorb ein bisschen links vom Ball ist. Ich schaue den Ball von der linken Seite ein wenig an. Das hilft mir, dass die Wirbelsäule aufrechter ist und nicht zu stark nach rechts geneigt ist. Das hast du schon in vielen anderen Videos von mir gehört, aber es ist immer eine gute Erinnerung. Also eher von links den Ball anschauen, dass du hier eben den Druck mehr am linken Fuß hast und damit auch einen etwas steileren Eintreffwinkel zum Ball hast. Bitte vergiss das nicht. So, kommen wir jetzt zum Spielverderber. Der Spielverderber beim Löffeln ist eigentlich der rechte Ellbogen oder der rechte Arm. Und zwar, was macht der? Der macht eigentlich eine interne Rotation. Das ist eine interne Rotation. Das heißt, wenn ich den rechten Arm beginne, zu früh zu strecken oder passe nicht auf, wie ich ihn bewege, dann schließt die Hand in diese Richtung. Und dann passiert es mir manchmal, dass ich eben diese gelöffelten Schläge bekomme, wo ich auch leicht die Schlagfläche schließe. So, was kann man dagegen tun? Ich werde mir jetzt eine Technik ausborgen vom Tourcoach Scott Cox. Und bedanke mich recht herzlich dafür, dass er mir das gezeigt hat im Mai. Da hat er so eine Technik gehabt, die hat er genannt die Alligatorenhände. Das heißt, man hat sich vorgestellt, man hat hier am Körper hier Hände wie ein Alligator. Ja? Das heißt, die Hände sind hier fest verwurzelt. Und wenn ich jetzt vor allem die rechte Hand ansehe und ich lasse die rechte Hand
am Körper oder die rechten Ellbogen am Körper, dann ist es sehr schwierig für mich, den rechten Ellbogen frühzeitig zu strecken, beziehungsweise dass der in diese Richtung geht. Und ich bekomme nicht diese Bewegung, sondern ich kann hier besser durchschwingen. Das heißt, versuch einmal, wenn du Probleme hast mit dem Löffeln, dass du die Ellbogen am Körper gibst und hier auch am Körper bleibst. Du wirst sehen, dass das hier fast nicht mehr möglich ist. Ein wirklich heißer Tipp, bitte probier das. So, wenn du jetzt all diese Sachen schon gemacht hast und du hast immer noch Probleme mit dem Kontakt und mit dem Löffeln, machen wir weiter. Und zwar, du könntest jetzt versuchen, den Griff etwas fester zu greifen. Das ist derselbe Grund wie vorher, wo wir die Hände zusammengegeben haben. Wenn wir fester greifen, können die Hände nicht zu sehr voneinander arbeiten. Wenn man ganz locker ist, können die Hände ganz, ganz einfach das hier machen. Und das wollen wir jetzt in dem Fall ja nicht machen. Ja? Das heißt, wenn du Probleme hast, greif ruhig ein wenig fester. Und, auch ein kleiner Tipp von mir, versuch nicht so weit durchzuschwingen. Häufig ist die Idee auch beim Durchschwung, dass man sagt, ich muss bis darüber durchschwingen, weil ich möchte den Ball ein bisschen hochhelfen oder was auch immer. Und dann passiert es gerade dann, dass man wieder anfängt, das zu machen. Bitte versuch hier wirklich ein bisschen fester zu greifen und den Durchschwung ein bisschen früher zu stoppen. Ich mache das kurz mal vor. Also Setup, Alligatorenhände und jetzt Griffe eng beieinander. Ellbogen bleibt am Körper. Und jetzt ein kurzer Durchschwung und ich habe einen perfekten Chip gemacht. Du hast trotz all diesen Tricks immer noch Probleme mit einem guten Kontakt. Okay, einen habe ich noch. Und zwar häufig sehe ich bei Amateurgolfern, wenn sie chippen, dass sie im Durchschwung oder im Aufschwung bereits schon beginnen, ihren Oberkörper nach rechts zu verlagern, also den Druck auf die rechte Seite zu verlagern. Und das ist das Letzte, was du willst. Also versuch dann in dem Fall, wenn du das Gefühl hast, du bist einer, der nach rechts geht, versuch mal das Gegenteil zu machen. Versuch mal so in dem Moment, wo du aufschwingst, den Körper nach links zu bewegen ein wenig. Und dann wirst du sehen, ist es wirklich sehr, sehr schwierig, den Ball nicht gut zu treffen. Ich bin überzeugt, du konntest aus diesem Video etwas lernen. Und hier findest du noch ein Video, das du dir auch unbedingt anschauen solltest. Bis bald.